Traveln mit dem Traveler. Peugeot schickt seinen Kleinbus mit 150 Diesel PS auf die Reise. Geschaltet wird manuell mit 6 Gängen. Sein Preis knapp 40.000 Euro. Über den Motor kann ich mich wieder einmal nur lobend äußern. Das ist echt ein wunderbares Maschinchen. Das macht echt Spaß, wie der anspricht, wie er nach vorne schiebt, wie laufruhig der ist. Frankreich baut einfach verdammt gute Dieselmotoren. Und da müssen sich die Deutschen zum Teil strecken, dass die Motoren da mithalten können. Und das Gute ist natürlich auch, der Motor an und für sich ist effizient, aber das Auto ist eben auch leicht. Und das alles führt dazu, dass man dieses Auto deutlich unter 8 Liter fahren kann. Ein Bus unter 8 Liter Verbrauch, Diesel, finde ich eine echte Leistung. Der Traveler wiegt 1,9 Tonnen und verbraucht 7,6 Liter auf 100 Kilometer. Ein beachtlicher Wert. Der Peugeot Traveler steht für internationales Teamwork. Denn der junge Franzose ist baugleich mit Citroën Space Tourer und Toyota Pro Ace. Mit einer Länge von 4,96 Meter ist er eine durchaus stattliche Erscheinung. Für den roten Lack sind 700 Euro Aufpreis fällig. Innen geht's robust dazu. Macht nix, oder? Im Innenraum? Da erwarte ich keinen super Luxus oder jetzt überall Weichplastik, sondern da erwarte ich vor allem mal Funktionalität und Praktikabilität. Das heißt, es muss abwaschbar sein, wenn hier mal ein bisschen Schmutz draufkommt oder so. Deswegen finde ich das überhaupt nicht störend, dass das hier Hartplastik ist. Das gehört in der Klasse einfach dazu. Ich habe hier das Infotainment-System, das ich von Peugeot kenne. Ist ordentlich bedienbar. Nicht nur das Infotainment ist bekannt. Auch die EMP2-Plattform des Traveler kommt bereits im kompakten Peugeot 308 zum Einsatz. Ich habe eine ordentliche Übersicht, wobei die A-Säule sehr breit ist. Also wenn ich da hier in die Kreuzung reingucke, kann auch schon mal sein, dass ich ein Auto übersehe. Aber insgesamt ist das Feeling gut. Was nicht gut ist, ist der Komfort. Das muss man knallhart sagen, der Komfort ist nicht gut. Also da spürt man einfach, dass dieser Spagat, eine Plattform von Kompaktwagen bis zum Bus zu ziehen, nicht funktioniert. Weil so ein Bus muss viel, viel mehr transportieren, muss deshalb viel härter abgestimmt sein, wenn er die Nutzlast bringen will. Und das spüre ich hier, wenn das Auto nicht entsprechend voll besetzt ist, ist er echt ruppig. Das ist wirklich zu hart. Ab auf die Teststrecke. Erste Disziplin, der Sprint von 0 auf 100. Das Schöne an diesem Peugeot ist ja, der ist gar nicht so schwer. Es ist ein relativ leichtes Auto, rund 1,9 Tonnen. Das heißt, die 150 PS könnten ihn durchaus dynamisch nach vorne werfen. ESP schmeißen wir mal raus. Und jetzt müssen wir ein bisschen Schlupf suchen. Das wird nicht so einfach. Und ja, wir haben es getroffen. Sehr schön. Ja, da geht es doch ziemlich knackig nach vorne. Ja, die französischen Turbodiesel machen sowieso immer viel Spaß. Also für den Bus. Mon Dieu, Chapeau und Wert. Bus auf Speed. Der Traveler erreicht in 11,3 Sekunden Tempo 100. Zeit, die Bremslichter aufleuchten zu lassen. Nach wie vielen Metern steht der Peugeot? Der Franzose patzt. 38,4 Meter sind kein Topwert. Das sollte besser gehen. Letzte Disziplin, der Slalom. Ich gehe das mal hier ein bisschen piano an mit dem Slalom, weil die Lenkung ist wirklich sehr, sehr indirekt übersetzt. Und im Slalom soll ja so eine Lenkung durchaus. Okay, also man sieht auch schon, so viel Bewegung habe ich am Slalom noch nie gemacht mit der Lenkung. Was ist das denn? Das ist wirklich. Ja, das Auto ist doch wirklich sehr indirekt und Slalom ist überhaupt. Was ist das denn? Da musst du 20 Jahre Autotester werden, damit du so eine Lenkung erlebst. Wahnsinn. Indirekt, aber durchaus flott. 57,4 km/h sind in dieser Klasse in Ordnung. Traveln mit dem Traveler. Der Peugeot bietet reichlich Platz und Motorleistung für die lange Reise mit Kind und Kegel. Beim Komfort gibt es allerdings noch Nachholbedarf.